Entnahme der Niere aus dem LifePod. Wenn alles bereit ist, um die Niere aus dem LifePod zu nehmen, muss eine Person außerhalb des aseptischen Bereichs den Deckel vom LifePod abnehmen, die Sterilabdeckung öffnen und dann den äußeren Deckel des Perfusionskreislaufs abnehmen. Legen Sie das sterile Tuch zusammengefaltet über dem Perfusionskreislauf und entfalten Sie es zunächst entlang der Länge des LifePod und dann von einer Seite zur anderen. Entfernen Sie den inneren Deckel des Perfusionskreislaufs und drücken Sie auf Stopp, um die Infusion zu stoppen. Lösen Sie die Infusionsleitung von der Kanüle und nehmen Sie dann den Nierenhalter heraus. Diese kann zu einem Hintertisch gebracht werden. Öffnen Sie dort das Organhaltegeflecht. Nehmen Sie die Kanüle aus dem Kanülenhalter und entfernen Sie dann die Kanüle aus dem Gefäß. Die Niere kann dann aus dem Nierenhalter genommen werden.